Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wer... Nee, er hat eine Mission. Morning, Arthur. Nee, hat er nicht. Er hat eine. Der Eintopf war gerade erst zubereitet. Schau nach der Mittagszeit nochmal. Alles klar. All good there, Pearson? Still need more food, Mr. Morgan. Yeah, you should try your luck again with that bow. I know, I will. Okay, pass auf, wir besorgen jetzt erstmal. Wir müssen erstmal gucken, wie wir denn die anderen Sachen noch so auffüllen können. Wir brauchen ja auch Medikamente und Munition. Nur der Trottel mit den Medikamente, der ist hier irgendwie nirgendwo. Aber vielleicht bringt er uns auch eine Mission oder sowas. Good morning, Arthur. Moin. Okay, pass auf. Dann gehen wir erstmal kurz eine Runde jagen. Es nützt ja nichts. Wir müssen vielleicht was Kleines besorgen. Hey, Arthur. Naja, ich komme gleich. Entspann dich. Vielleicht müssen wir erstmal was Kleines und was Großes oder mehrere kleine Sachen. Ich weiß, wo waren wir jagen? Da oben waren wir irgendwo jagen, ne? An den Bahngleisen. Der anderen Seite. Wir schauen mal, ob wir irgendwas Schönes kriegen. Ich weiß ja nicht, wie viele Rehe wir uns organisieren können. Ich weiß ja auch immer nicht, wie lange sowas vorhält. Was finden, ne? Ja. Ist, ja. So, beim letzten Mal haben wir hier was gefunden. Singt. Gebt ihm ein Mikrofon. Der Mann singt. Der singt schneller als ein Schiff. Hahaha. Lacht jetzt Füße hoch. So, wir suchen immer noch was zu essen. Aber nichts erspähen. Da habe ich was. Da oben läuft was. Okay, müssen wir vorsichtig sein. So, und dann nehmen wir einmal den Bogen. Die Schulter und auf den Rücken den Repetierkarren, ne? Hier war doch irgendwo eine Spur. Die ist weg. Vom Winde verweht. Guck mal da oben. Wer steht da an und glotzt? Da hinten. Eine große Schwarze da. Ist das ein Stein oder was ist das? Hier scheint es ziemlich heiß zu sein. Wir müssen uns unauffällig anschleichen. Boah, die fressen viel zu viel, die Leute. Ich meine, gut, ein so ein kleines Reh ernährt die Leute vielleicht für einen Arm, ne? Das ist schon richtig.
erwischt. Können wir ganz Pferdchen hier rufen? So, aufheben. Komm her, Hü-Hot. Ich weiß leider nicht, wir müssen mal ausprobieren, wie viel wir transportieren können. Vielleicht können wir auch mehr als nur eins transportieren. Das wäre eigentlich ganz sinnig, ne? Wir müssen halt aufpassen, weil die Viecher verwesen ja auch. Ich weiß zwar nicht, wie schnell. Guck mal, da hinten ist eine Pferdekutsche. Ich sehe halt leider gar nichts hier. Mit Viechern. Gibt es hier keine Tiere? Na komm, dann reiten wir mal eben runter zur Kutsche. Vielleicht haben wir Probleme, brauchen Hilfe. Das sieht aus, ob dein Gaul gestorben ist. This friend. So what's going on here? Hey, get yourself out of there. Just minding my own business. What a joke. You don't want to see what happens if you don't leave. Die Frage ist, willst du es sehen? Is this what you want? Jesus! I'll shoot you dead before you. Ablegen, plündern. Er wollte. Ich kann da nichts für. Gegen den Ketteman-Revolver? Nee. Pferde sind weg. Na gut. Wir müssen zurück ins Camp. Wir müssen das Scheißerie wegbringen. Das Pferd hat auch schon wieder gekackt. Yep. Oh, guck mal, da ist noch. Mist, die haben mich schon erwischt. Zeuge, was? Neugierige Personen sind mit einem Weißen markiert. Und? Was mache ich dagegen? Ein Zeuge, der den Tier noch nicht gesehen hat, wird dunkelrot markiert. Er meldet Indizien und Gesetze werden zu weiteren Untersuchungen losgeschickt. Gar nicht gesehen. Ich werde jetzt gesucht. Also irgendwer wird gesucht. Ich hoffentlich nicht. Ich sehe mal zu, dass ich mein Reh wegbringe. Na, alles klar. Die Gesetzhüter sehen dich nicht. Wenn du ihnen weiterhin ausweichst, werden sie Verfolgung aufgeben. Okay, die sind aber an mir dran auf jeden Fall. Ein bisschen Gas. Richtung Camp. Und Feierabend. So,
heute mal ein bisschen vorsichtiger. Easy, easy. Who goes there? Was? Ach so, du meinst mich. Ja, ich. Mach dich locker. Ibims. Wo stehen hier Wache, Junge? Ibims, ich hab Essen. Zumindest ein bisschen was. Ja. Ich hab Futter. Anscheinend geht ja sonst niemand jagen hier. Außer ich. Das ist mal ganz toll. Hey, Arthur! Ich kann gerade nicht. Ich muss gerade eben mein Tierchen spenden. Weil ich, wie gesagt, der Einzige bin, der hier jagen geht. Ganz offensichtlich. Alleinversorger von dem ganzen Camp. Ganz großes Kino. Ich hoffe, das ändert sich noch. Weil irgendwie mehr Geld haben wir auch noch nicht, ne? 79, 28, also da hat sich auch noch nichts getan. Spendin? We could really use some more meat, Mr. Morgan. Ja, hier, für Vorräte. Bitte schön. Thank you, Arthur. Weiß ich nicht, wie lange der Scheiß hält. Ich habe hier keine wirkliche Einsicht dafür. How are things? Ich vermute mal, wir werden noch mehr brauchen. Ich weiß halt auch nicht, wie ich Munition spenden kann oder was. Hier ist zwar das Symbol, aber ich weiß es einfach nicht. Ich würde vorzüglich gerne noch was jagen gehen. Hausprinzip. Hey, Arthur. Aufheben, Sack. Was? Bring den Sack zu Pearsons Wagen. Okay. Was ist denn das? Was soll ich damit machen? Hier hin oder wohin? What is it, Arthur? Ach, da hinten. Alles klar. Always the same people doing all the work, isn't it? Ja, genau so ist es. I clean myself in weeks. Es sind immer dieselben Leute, die Arbeit machen. Ablegen. Oh Lord, please end it. Und so, da war aber noch was. Da waren nämlich zwei Säcke. Mindestens zwei. Hey Arthur. Ja, quatsch mich doch nicht die ganze Zeit voll, Junge. Mega aufwendig. Ich meine, der kann nicht mal schnell laufen mit dem Sack auf den Schultern. Ich verstehe das. Aber trotzdem. Krass, ey. Das ist ja richtig hier managementmäßig, ne? Könnte ein bisschen langweilig werden im Let's Play. Weil halt nicht so voll Action geladen. Also, das ist mehr sowas für ruhige Spieler. Oder zum privaten Spielen. Moment. So, da ist auch noch ein schwarzer Punkt. Hier, Holz hacken. Ah, wir wollten noch jagen gehen, Mann. Jetzt lass das mal. Was ist denn los mit dir, Mann? Wir können hier überhaupt, also schneller laufen können wir hier gar nicht. Wir brauchen Fressen, wir brauchen Munition. Wenn man nicht immer so weit reiten müsste, ne? Und allgemein auch reiten müsste, weil sobald der auf dem Pferd sitzt, der schmeißt ja alle seine Waffen, schmeißt ja auf sein Pferd. Und dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Na, reiten wir einfach mal stumpf hier hoch. Schauen wir mal, ob wir was zu essen erspielen können. Damit wir uns das
fangen können. Hey, ich sehe da. Maximal Verbundenheit 4. Du hast mit diesem Fähigkeit freigeschaltet, eine Piaffe zu vollführen. Halte gedrückt und drücke L nach rechts oder links. Wow, voll unnötig. Wir können Kunststückchen mit dem Pferd machen. Das ist wie beim Dressurreiten oder was? Das muss ja nur echt nicht sein. Ja. Was ist da denn schon hier los? Das ist ja auch eine Kutsche. Die gerät irgendwas aus. Oh, hier sind Fragezeichen. Ah, Nebenmission. Did the university send you? Nicht direkt. Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. What are you doing? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure, why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir! Saurierknochen. Suche die Saurierknochen und schicke ihren Fundort per Post an Deborah. Okay. Information, Missionsinfo. Deborah McGinnis hat dich um Hilfe gebeten. Du sollst für sie im ganzen Land nach Saurierknochen Ausschau halten. Die Fundorte können von jeder Postmeisterei aus an Deborah übermittelt werden. Alles klar. Saurierknochen. Mhm. Also, dass er das immer wieder alles ablegt, ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, ich verschoss mir jetzt nicht mal einen Reliner. Ach, sie tut es natürlich. Da ist aber auch noch eins. Oder eigentlich sogar ein großer, Alter. Nee, das ist eine, ach, das ist eine Kutsche. Bleib stehen. Erwischt. Erwischt. Irgendwo. Tor. Oh, der zockt noch. Töten. There you go.
Aufheben. Ein Gabelbock. Ach, der ist nur bis hierhin gelaufen. Alles klar. So, den Büffel haben wir auch erwischt. Komm her, Pferdchen. Wir müssen noch einen Büffel jagen. Der hat gerade voll einen Pfeil gejagt. So, dann muss ich aber mal eben noch eine andere Flinte ausrüsten. Dann wollen wir mal gucken, dass wir ihn finden vielleicht. Wo ist er hin? Blut? Der ist hier runtergelaufen. Ist aber nicht gestorben. Oh ja. Ich glaube, jetzt ist er tot. Und meine Batterie ist gleich leer von meinem Controletti. Jo, den habe ich volles Met erwischt. Kann ich den so mitnehmen? Nee, ne? Nee, den kann ich nur häuten. Ein Bison. Den häute ich mal. Vielleicht kann ich ihn noch ausledern. Oder gibt bestimmt gut Fleisch. Schön einmal nackig machen, das Vieh. Haben wir unseren ersten Bison gleich mal erledigt. Boah, die Türner, Alter. Geiler Typ, ey. Die Haut richtig auf Kacke. Schön den Pelz. Bison fällt schlecht. Erstklassiges Rindfleisch, Bisonhorn. Und Dead Eye einen dazu. Mhm. Als Fleisch von Kadaver kannst du an einem Lagerfeuer zubereiten und essen, um deine Kehle aufzufüllen. Ich leg das mal kurz hier hin, ne? Okay, sonst kann ich hier nichts machen mehr mit dem Ding. Schade, da ist so viel Fleisch dran, ne? Aber das ist schlechtes Fell. Kann ich denn so reiten? Nee, auch nicht. Ist gut. Ist gut. Okay. Also, man kann nur ein großes Tier mitnehmen. Schade. Aber dann haben wir Fleisch bekommen. Hey, boy. Okay, da hinten ist irgendwas. Schüsse. Verraten, was du übst. You there! Would you be interested in some friendly competition? I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Wette über $5 annehmen. Tempting, mister, but not today. Okay, man, okay. Maybe some other time. Hasta la próxima, amigo. Auf Spanisch. Ja, alles klar. Ich muss leider... muss das Gefutter hier nach Hause bringen. Ja! Yeah. Deswegen habe ich da gerade keine Zeit für. So, da drüben ist das Lager. Dann folgen wir mal den Weg hier. Schön, haben wir direkt unseren ersten Bison erlegt. Leider gab es da nur Fleisch draus.
Frage ist ja, können wir da selber, also wir können da selber auch was draus kochen. Die Frage ist, können wir das auch bei uns im Lager machen? Da, die haben das, Alter, ich habe das gerade abgeliefert, das haben die schon wieder verfressen. Ihr bekloppt. Wie soll man das denn auf grün kriegen? Ich glaube, ich habe das Gefühl, kann das sein, dass das erstmal keinen Sinn macht? Müssen wir das vielleicht erst durch so Nebenmissionen machen? Beziehungsweise so richtig freischalten? Aber das kann ja nicht sein. Wie schnell fressen die denn alles weg, ey? Die kommen ja gar nicht hinterher mit dem Jagen. Da kann er nicht. A stew without good meat is no stew at all, Mr. Morgan. Ja, da hast du. Ah, Hirsch. Good job, Mr. Morgan. No. Hey there. No problemo. Aber sobald wir wechseln und wiederkommen, ist das auch schon weggefressen. Meine Güte, so, ich hau mich da mal ans Lagerfeuer. Und guck mal, ob ich was kochen kann. Hello, Arthur. Moin. Kann gerade nicht reden, muss Essen machen. Hoffe ich. Vorsicht, ich kann das hier. Wäre blöd, wenn nicht, ne? Weggehen. Ansonsten kann ich mich nur setzen. Ich will jetzt auch nicht, dass das verkammelt, ne? Wäre blöd. Verkammelt das überhaupt? Das Fleisch eines Rinds, das zum Kochen benutzt werden kann. 3 von 5. Gekochtes Wildfleisch. Bringt gar nichts. Eine Auswahl an gekochtem Wildfleisch. Gekochtes zartes Schweinefleisch. Sind die noch nicht bekannt? Kann ich mal was essen machen. Mhm. Ah, okay, man muss halt probieren. Bringt ein bisschen was an Herz wieder. Tja, was das jetzt genau bringen soll, weiß ich auch nicht. Kann ich denn hier mein Lager aufschlagen? Na. Du kannst kein Lager aufschlagen, während du beim Wagenzug bist. Ah, toll. Also kann ich hier auch nicht kochen, oder was? Ist ja auch ein bisschen dämlich, oder? Why are you pacing around? Just sit. Ja, ich setz mich mal ausruhen. Vielleicht kann ich hier was kochen. Auch nicht. Wie spät ist denn das? 17.47 Uhr. Ja gut. Ich geh nochmal weg. Ich meine, ich kann das auch spenden, so ist es nicht. Ich muss doch irgendwo was kochen können. Vor allem hier im Lager doch. Ich will nicht, dass das schlecht wird, das Zeug. Hi there. Hallo. Kann ich mal einen Topf nehmen? Jetzt? Warum ab da? Können wir auch mal gebrauchen, so langsam, ne? Ein Topf. Gönn dir hart, mein Freund, gönn dir hart. Und schön wegschnabulieren alles. So, haben wir das. Können wir noch ein Bierchen zischen. Bringt ein bisschen Dauer und ein bisschen Ausdauer. Dann würde ich sagen, ja gut, da wir hier nicht kochen können, dann geben wir das Fleisch erstmal ab, oder? Spenden. Hier für Vorräte. Zack. Schwungfeder, komm weg. Tierfett, haben wir auch schon weg. Bisonhorn auch. Für die Kasse.
Mehr können wir auch nicht machen. Many thanks, Mr. Morgan. Gar kein Problem. Arthur. What do you think of this place, Susan? An improvement on the last, that's for sure. Well, that ain't too hard. So, dann würde ich sagen, hacken wir noch ein bisschen Holz. Irgendwie muss das ja machen. Ich kann... Hä, wieso kann ich kein Holz hacken? Hat schon einer gemacht, oder was? Nun gut. Why don't you just sit down? There he is. Wie hauen wir denn da? Okay, ich kann gar nichts machen im Moment. Na gut. Ich würde sagen, dann legen wir uns jetzt mal schon mal hin und pennen schon mal eine Runde. Dann sind wir wenigstens ausgeschlafen. Bis morgen sind 12 Stunden, also hau rein. Dann sind wir wenigstens fit und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Red Dead Redemption 2. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.